Achso, ich darf wieder schwimmen. Naja, dann. Ich achte schon immer auf den Boden, ob da irgendwelche Truhen oder dergleichen sind. Aber nein, es kommt zu einem Kampf. Ach, nicht ihr schon wieder. Bumm. Ja, er macht Anstaunen. Er ist sehr erstaunt. Daneben, das heißt Konter. Bumm, kaputt. Nicht auf Riku. Lass doch mal kleinen Riku in Ruhe. Ja, ja, mach du Anstaunen. Das ist mir relativ, denn Wacker macht jetzt den letzten Schlag und dann ist hier in dem Gelände. Haben wir den Kampf auch mal wieder gewonnen. Dafür gibt es wieder Punkte. Team Doktor. Nice. Oh. Drücke die Knöpfe, Löcher befinden sich bei Größe des Lochs passende Person. Titus ist das? Wacker, du bist der Dickste. Bleibt ja auch nur noch das übrig. Ich hoffe, dass das richtig ist. Moment, vielleicht ist da jetzt wieder eine Truhe erschienen. Lohnt sich für die paar Krücken hier nicht. Hey, gut, die Gegner dürfen einmal angreifen. Und da. Egal, was man mit Titus und Wacker unter Wasser macht, die kontern alles, ob man ausweicht oder angreift. 7 Kraftspiroin. Hey, gibt's keine Truhe? Was ist das für ein Beschiss? Doch, da! Oh, das Ding brauche ich ja gar nicht. Doch, zum Umbau kann man das gut benutzen. Ja, hier wird jetzt definitiv. Da, bei denen definitiv, weil das sind zwei von diesen Hyperpredator-Fischen. Und ich kann nicht behaupten, dass ich die mag. Babababam. WTF, warum leben die noch? Au, yo! Das gibt einen Konter. Okay, Wacker hat Ekstase vor das Leben für die Viecher nicht. Ich will nichts wieder einsetzen hier. Egal, ich habe 50 Stück. Jede dressiert eine. Ich muss überlegen, dass wir am Anfang fast gar keine hatten. Ne, ne, ne. Daneben, würde kleine Ricochen jetzt sagen, so, bäh, daneben, du kannst ja gar nichts. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Gott, ich habe so viele Waffen jetzt gekriegt. Das ist nicht mehr normal. Die muss ich alle umbauen und dann für teuer Geld wieder verkaufen. Ein Hinterhalt. Konter. Ja, Riku füllt natürlich ihre Ekstase und alle, die Wacker angreifen, sind danach kaputt. Daneben, das heißt auch ein Konter. Ja gut, den Kampf haben wir nicht mal richtig geführt. Wir haben kein Mal angegriffen. Und der Gegner ist im Eimer. Das ist ein Kampf. Davon kann man seinen Kindern noch erzählen in 20 Jahren.
Wenn wahrscheinlich die 8-millionste Auflage dieses Spiels kommt für die PlayStation 7 oder sowas. War das da gerade eine Truhe? Gegen die kleinen Furzviecher lohnt es sich einfach nicht, dafür meine Ekstase zu verschwenden. Ja, ja, Strike! Ach, Rico. Du bist mir auch eine Flocke, bist du. Ich mag die Frau. Die ist so quirlig. So quirlig durchgeballert. Ah, da geht's jetzt also was. Aber ich will erst... Oh nein. Okay. Lulu, wärst du bitte so freundlich, das Vieh einmal zu vergiften? Es ist wurscht, was wir kriegen. Also 3, 2 und Eis. Okay. Boah, Glück gehabt. Ich habe jetzt gedacht, dass wir jetzt ein Feuer kriegen. Und dann kriegt es halt einen Eisschlag an auf alle Fresse. 9300. Ai, ai, ai. Ah. Rikochen am Jaulen. Benutzen Allbad-Medizin. Wofür haben wir die? Die haben wir 99 Mal. Die kriegen wir jetzt mal, wenn wir gegen Roboter kämpfen. Oder Handgranaten. Nein, nicht aufschließen, nicht! Nein! Haha, ich habe Lulu und Tanrock geguckt. What the fuck? Ne, wir nehmen Yuna, das heißt, dann kriegt die wenigstens noch Erfahrungspunkte. Und dann brauchen wir Orin oder sowas. Aber ein bisschen mehr Schaden machen hier. Kraftbrecher oder sowas. As you wish. Also, wieso im Eimer? Voll. Aber ich gehe trotzdem zurück zum Speichersperoin, dass ich nämlich speichern kann. Und die Charaktere aufwerten. Vorsicht, da kommen jetzt nicht 10 Millionen Kämpfe dazwischen. Oh ne, ich setze uns Schüsse ein. Ich habe keine Lust auf die. Ich will nur zum Speichersperoin. Wiedersehen. Kriegt zwar keine AP und nichts, aber... Pff. Aha! Das war mal Beat 9. Und tschüss! Das heißt, die anderen Wege darf ich auch nochmal abgrasen. Weil die Truhen, ich weiß nicht. So, jetzt sind wir da und jetzt wird erstmal das Spero-Brett benutzt. Ja, da war Sackgasse. Und jetzt lernt sie gleich ganz, ganz, ganz Blitzgar. Das ist nämlich das Höchste der Gefühle. Also das Höchste, was es gibt an Elementarmächtigkeiten. Ja, gut, Yuna hat nicht ganz so viel. Was lernt er? Regenerer! Yes! Das ist richtig, richtig gut. Na, Treffer. Und Verteidigung. Und wir können uns immer noch zwei bewegen. Wupp. Geschick gestiegen. Oh, er ist geschickter geworden. Riku-chan! Ich glaube, ein Level 3 Aspiropass habe ich sogar. War klar, habe ich eben nicht. Ach, egal.
Sie muss nicht die kräftigste sein. Oh, immerhin um 3 gestiegen. Und das Geschick um 4. Kimalili. Warum habe ich den nach Rico hingeschickt? Ich glaube... Wo ist Oren? Oren? Wo ist der Rote? Das ist grün, lila... Da war er. Okay, da ist Wacker. Hier ist Oren. Da, da haben wir Oren. Gehen wir jetzt mal Orens Weg zurück. Achso, wir können nur die... Nee, wir können noch... Nee, das geht nur direkt zu einem Freund. Ja, okay, dann lassen wir das. Dann lassen wir das mal lieber. Reflexe! Und natürlich auch die Abwehr, wie sich das gehört. Und HP kriegt er auch noch ein bisschen in den Hintern gepötert. Ja, haben wir alle durch. Gut, dann kann ich jetzt speichern. Und dann geht's weiter bei Final 10. Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Let's Play Final Fantasy 10. Ja, da unten, was ich ja sagte, mit den Kisten. Also, ich bin da jetzt einmal hingelatscht, habe die ganzen Kisten leer gemacht, habe noch ein bisschen gelevelt zwischenzeitig. Ja, mit Oren bin ich auf gut Deutsch. Ich brauche einen Level 3 Spiro-Kompass, um in das nächste Feld vorzukommen. Also in Tidus sein Feld. Und mit Riku habe ich dasselbe Problem. How dare you? Genau, Kabums und that was schon. Düdüdlü. Ja, so wird das gemacht. Genauso und nicht anders. Deswegen hatte er auch noch 2 Spero-Punkte. Wie gesagt, mit Riku das gleiche. Aber jetzt häufen sich aber auch die Kämpfe so ein bisschen. Oh, ein ein Dingsbums. Ein hier, Pflanze. So, Moment, warum ist denn Feuer? Und wir sind noch vor dem Viech dran. Ach komm, dann nehmen wir mal kleinen Ricochen. Nee, nee, du machst jetzt Rauben. Komm hier, Feuer, Wut und jetzt geht's ab. Komm schon, 3, 4, 5, 6. Ah, nur 6, 3. Immerhin, 6, über 6000 Schaden. Und Riku haut ganz normal drauf. Mit 508, wie tuffig. Oh nö! Hatte hier nicht irgendeiner? Habe ich irgendeinem nicht Kur gegeben? Genau. Sie hat Kur. Machen wir mit Junachen jetzt mal Medica. Machen wir es Medica. Auf Teil des, der ist nämlich konfus. Und wenn der drauf haut, dann wächst nicht mehr viel. Und ich habe von Tidus immer noch nicht Dings bekommen. Also den Blitzballgott. Immer noch nicht. Daneben kommt er. Ekstase. Komm, wir nehmen jetzt Gemetzel und dann ist hier Ruhe im Karton. Und so allmählich jetzt mal Dingsbums lernen. Blitzballgott. Oft genug eingesetzt. Kack Ekstase hier. Geht doch. Na, wenn man vom Teufel redet. Wenn man vom Teufel redet, ist er nicht weit. Da fällt mir sogar fast das Headset von der Rübe. Ich muss nach. Oh. Oh ja, das ist eine tolle Kombination. Und tschüss. Dann kommt Riku-chan.
Liebe klaut den Gegner, dann ist der weg. Ach, machen wir alleine hier. So, Lulu kommt gar nicht dazu, überhaupt irgendwas zu tätigen. Hyper, ich brauche Level 3 Speroiden, verdammt ich noch eins. William. Ich sagte, ich will hier raus. Oh nein. Not you both again. Beim Level habe ich so oft auf diese Mistviecher. Bin ich so oft drauf getroffen, das ist nicht mehr normal. Aber die können wir gut mit Bio kaputt kriegen. Und wenn die dann einmal anfangen zu posen, dann kriegen die Damage. Und dann greifen die auch nicht mehr an. Okay, der hat Kampfeslust aktiviert. Genau das meine ich, nämlich dieses Hochposen. Dann haben die nämlich erstens nicht mehr viel und zweitens... Weil wenn wir jetzt angreifen würden, würden die kontern. Aber ich glaube, das habt ihr beim letzten Mal ja schon bemerkt, wenn ihr denn überhaupt so lange dabei seid. So, jetzt kann Junachen noch ein bisschen... Die kann man ein bisschen beten. Bete, Mädchen. Hab schon Besseres gesehen. Ach komm, du machst einfach Fortuna! Vor allem, wir sind komplett overleveled momentan. Zu viel gemacht. Einfach zu viel. Too much. Komm, Chimeri wird jetzt erstmal durch Rikuchen ausgewechselt. Frauenpower hier an die Macht. Oh, schade. Ah, der lebt noch, der andere nicht mehr. Flatter denn. Wir machen mal Ahnen. Ahnen haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ja super, was sollen wir jetzt machen außer beten? Ich habe keine Lust mehr auf den Gegner, der wird jetzt in Oren! So, Ruhe im Karton hier. Keine Lust, den Kampf unnötig in die Länge zu ziehen. Die Gegner können noch nichts. Auch Level 3 Spero-Kompass, Himmel, die Berge. Ich sollte echt nicht immer alles zum Konsequenz umbauen, das wollte ich sagen.